so eine komische Woche zwischen der Niederlage gegen den HSV, große Sache, und andererseits der Rückkehr in den Alltag. Wie nimmst du denn die Stimmung bei euch wahr? Ja, es ist definitiv nicht so einfach, weil das natürlich schon ein Schlag ins Gesicht war und der tut natürlich ein bisschen länger weh. Es war kein gewöhnliches Spiel für uns, das brauchen wir nicht drum herum reden. Und deswegen hat es noch ein bisschen Nachwirkung. Wir sind aber im Training die Woche fokussiert auf das Sandhausen-Spiel. Der sozusagen der Alltag, wie du ihn angesprochen hast, der steht wieder an. Und wer glaubt, dass uns da irgendwas Leichtes erwartet, nur weil Sandhausen in der Tabelle unten steht, der ist schon mal fehl am Platz, beziehungsweise der hat eine falsche Wahrnehmung oder eine schlechte Einstellung, weil das ist eine gute Mannschaft, die jetzt dieses Jahr einfach nicht die Ergebnisse erzielt haben, die sie sich die Jahre zuvor erarbeitet haben. Und deswegen ist es zum einen kein leichtes Spiel und zum anderen ist es natürlich auch nicht leicht, sich da wieder aufzurichten, nachdem man so hingefallen ist. Marvin, du hast, so hat der Cheftrainer zumindest bekannt gegeben, eine kleine Blessur am Zeh mitbekommen aus dem HSV-Spiel. Ich nehme aber mal an, das tut nicht so weh wie die Niederlage an sich. Nee, der Zeh ist mir egal. Das Spiel war ein bisschen beschissener als diese kleine Verletzung. Wie gesagt, war ein bisschen blau und hat ein bisschen geblutet, aber nichts Schlimmes. Dann lass uns über das Spiel reden, auch wenn es weh tut. Wie seid ihr jetzt in diese Woche gegangen? Wie war der Nachhall? Ja, nach dem Spiel, nach dem Scheißspiel von uns, waren die nächsten Tage echt blöd. Man war irgendwie leer, man war irgendwie enttäuscht, auch enttäuscht über sich selbst, ist ja ganz normal. Und nichtsdestotrotz hat die Woche bis jetzt gut begonnen und wir wollen das Spiel aus unseren Köpfen rausbekommen. Und die Saison ist noch lang zu gehen. Wir sind immer noch der erste Verfolger von den dreien da oben. Wir sind auf Platz 4 mit nur 4 Punkte Rückstand. Die müssen auch noch ihre Spiele spielen. Die Tabelle, so wie sie ist, ist noch nicht irgendwie fertig. Und wir wollen dranbleiben, wir wollen weiter punkten. Und wir lassen uns, ich weiß, dieses Spiel war brutal wichtig und es tut auch immer noch weh, wenn man darüber spricht und wenn man darüber nachdenkt. Aber wir lassen uns die gute Saison von diesem einen Spiel auf gar keinen Fall kaputt machen. Und jetzt müssen wir dranbleiben und wollen das Bestmögliche rausholen.